Ich habe komplett unlimited. Unlimited. Leute, ich bin ein Jan Van. Krass, wir haben jetzt schon null Zuschauer. Mich ignorieren. Ich habe letztes Mal ein bisschen Stress gehabt mit den zwei Bitches. Jetzt wäre ich nicht da, weißt du, wie man. Aber egal, wer in den Wald reingeht, zu dem Wald kommt. Zu dem Wald rauskommt. Reinschreien, weißt du, was ich meine? Hey Leute, ich bin hier in German Fam mit Rashid und Jonathan. Was geht ab? Ne? Wir tun unseren Beef von damals auf einen Jahren. Nächsten Level bringen, sag mal so. Ja, meinst du, eskaliert heute wieder? Was heißt eskaliert? dass du wieder ausflippen tust? Vielleicht. Was macht der Rashid da hinten im Hintergrund, Jonathan? Deine Zukunft, vorher. All dein Schnatze. Das ist wieder Stresspotenzial. Ey, ne, das Ding ist, ich bin hier in Frieden gekommen. Ja, aber dann hast du aufgehört. Und dann habe ich kurze Kontrolle verloren. Kurze Kontrolle verloren. Siehst du den hier? Das ist eine Maschine. Die schicke ich vor. Sag mal so, lass mal Social Media entscheiden. Eine Frage, der mit dem grauen Kapuzenpulli, sein Name ist Jonathan. Ist der eine Maschine oder eher ein grazil Möwe? Maschine. Die haben noch gar nichts gesagt. Ich muss Radio live. Ihr könnt zugucken. 7.35 Uhr, 93.6, German FM, John und Rashid sind da, wunderschönen guten Morgen. Yeah, yeah. Wir konnten nichts dagegen tun, er ist wieder da, nach zwei Jahren wird es hier weitergehen. Antoine ist da, hat eine neue Single im Gepäck, die klingt ungefähr so. Mit passender Arbeitsamt hat Geld auf Konto gewählt! Mit passender Arbeitsamtjacke kommt er hier rein. Erstens, da kommt tatsächlich mit einer Arbeitsamtjacke hier rein. Die zweite Frage ist aber, wenn man Geld von Arbeitsamt kriegt, ja? Lohn. Ist es dann Lohn? Natürlich ist es Lohn. Für was für eine Arbeit? Für die ganze Computerkurse und alles, was du machst, du Dummkopf. Was? Aber das heißt ja nichts mehr. Die hat doch nicht gerade gemacht. Du bist Dummkopf. Oder? Nein, hey, Jungs, sag mal zu. Da tust du Computerkurse. Genau, tust du einen Computerkurs machen in Arbeitsamt oder nie? Bezahlst du den? Wer bezahlt wen? Denkst du, die zahlen mir. Aber der Code. Zahlen die. Aber dann warum du lo? Ey, tut nicht so Fragen stellen, okay, cool. Die keinen Sinn machen. Weißt du, was ich meine? Lohn ist Monatsende da, von Arbeitsamt kriege ich Abrechnung, Lohn ist da. Ja. 320 Euro. Ein bisschen, auch mit dem Ton ein bisschen. Langsam wieder. Auf dem Warum? Also wir haben uns jetzt... Merkst du, wie ich aggressiv werde gerade. Ja. Antoine, wir haben uns jetzt zwei Jahre nicht gesehen. Zwei Jahre haben wir uns nicht gesehen. War ein Wahnsinn Zeit für mich. Ja. Ich war frei. Das glaube ich dir auf jeden Fall. Was hast du getrieben? Zwei Jahre. Ich war auch schon mal von nach dem Auftritt bei euch, war ich arbeitslos, lange Zeit. Aufträge waren weg. Sogar Arbeitsamt hat mich gekündigt. Auch noch, direkt? Ja. Auch noch. Und dann ging langsam bergauf mit meinen neuen Hitsingle jetzt. Und jetzt kommst du wieder her und dann gehst du wieder bergab, oder was? Sag mal so, ich habe Hoffnung, dass es oben bleibt. Ja. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Rashid und ich, wir haben das Vorprogramm gemacht vor deiner Show hier in der Mercedes-Benz Arena. War schon episch, oder? Ja, ihr seid da rausgegangen, ihr zwei. Ja. Ihr habt das Ding zerlegt. Oder? Nach 5 Minuten. Ganze Halle leer. Keine Ahnung, wie ihr das gemacht habt. Alle waren draußen. Das war wie ein Feueralarm. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich hab nie gedacht, dass ich meine Ehre so schnell war weg. Nein, ehrlich jetzt. Kein Witz jetzt. Ernsthaft. Ohne Witz. Ihr habt das Ding. War beschissen. Nein, Niveau war unter den Tisch. Direkt. Von meinem Niveau. Ihr habt eine Grube gebuddelt. Ihr wart da unten plötzlich. Aber du bist gut rausgekommen. Was? Ich bin da unten geschwommen, 2 Stunden lang.
Wir dachten ja, guck mal, aber man muss ja jetzt mal ganz kurz auch ein bisschen Ehre retten. Wir haben uns vorbereitet, wir dachten ja so, wenn wir richtig Kacke machen, die Leute kommen ja eh, die wollen ja lachen, ne? Genau. So, und die kommen ja wegen dir. Ah. So. Und dann dachten wir, wenn wir richtig Kacke sind, ja, ist die Fallhöhe super zu dem Megaprogramm von dir. Und das hat doch super geklappt. Das Ding ist, im besten Fall tut ihr euch keinen Gedanken machen, keinen Plan machen, bevor ihr sowas macht. Weil wir haben genau das Gegenteil gemacht. Genau, das war beschiss. Ich hatte Probleme, so noch nie in meinem Leben hatte so Probleme wie an dem Tag. Wir haben über alles nachgedacht. Also wirklich über alles. Sogar wir haben Outfits überlegt. Wo ich jetzt hinkacke und eventuell nicht. Ja, wieso seid ihr eigentlich weggerannt? Weil wir hatten schlechtes Gewissen auch. Wir wollten mit keinem mehr drüber reden, wie es gelaufen ist. Wir wollten nicht, dass, weil dein Team ist auch so freundlich gewesen und dann jeder kommt immer an und sagt, und wie war's? Und dann war bei mir so, kennst du das, wenn du richtig tief in dir eigentlich weinen willst? Natürlich. Und dann die erste Frage ist schon sofort, mach gleich die Flasche auf. Warum hast du geholt? Und dann, ja genau, und dann sind wir weggerannt, weil wir dachten, scheiß auf die Frage. Und deswegen haben wir auch deine Nummer blockiert und uns 2 Jahre nicht gemeldet. Ey, hört mal zu, ganz kurz. Ich wollte erstmal sagen, Respekt, dass ihr da aufgetreten seid. Ja, und ihr, wenn ihr nächstes Mal kommen wollt, zu ganze Tür komplett zumachen, ganze Halle, alle Arenen werden zugemacht, wenn ihr plant nochmal zu kommen. Ja. Nie wieder in mein Gang. Kennt ihr Stierkampf? Ja. Wenn die alle Massen durch die Stadt rennen. Ja. Ah, ja, die. Kennt ihr das? Ja. So einen Moment hatte ich in Halle. Ihr kommt, auf einmal die Masse eskaliert. Ja. Ja, sorry. Ist das jetzt die offizielle Aber ich respektiere einfach, dass er hier reinkommt und dass er auch sagt und straight up war scheiße. Nein, das war nicht scheiße, das war Unterstelle. Ihr habt meine Familie beleidigt, als ihr auf der Bühne seid. Wir haben auch unsere Familie beleidigt. Wir hatten eure Familie. Ja. Dann meine Familie. Entschuldigen, Rashid, dass ich wieder in Emotionsebene gehe. Ist okay, aber es reicht doch irgendwann wieder. Ja, man muss nicht die ganze... Bist du jetzt auch traurig eigentlich? Was heißt traurig? Mich tut es berühren. Ja? Mich tut es berühren in den Herz. Willst du mal in den Arm genommen werden, oder? Du, wenn ich einmal anfasse, ich zerleg dich unter den... Okay, dann machen wir es später. Gloria, wie sieht es wettermäßig aus? Wir wollten zwar alle die Hitze hier nicht mehr, aber das, was wir heute kriegen, wollten wir auch nicht. Wir haben fette Wolken den ganzen Tag über. Am Nachmittag gibt es kurz mal ein bisschen Sonne. Tut's nicht mehr. Heute ja, bei maximal 18 Grad. So, wir haben ja verkackt. Mal gucken, wie du dich in unserem... Mal gucken, wie du dich in unserem Meeting stehst. Ich leg ihm die Zettel hin, er sagt, ich tue das nicht mehr. Du kannst mich nicht zwingen, Baustelle anzahlen. Du musst aber hier einmal... Ich will ganz normal Traffic und Wetter. Wie abgemacht? Wetter? Ja, aber hat sie ja gerade gemacht. Gut. Und du musst jetzt also, Traffic. Gut, ich weiß nicht, ich will nicht unterbrechen. Guten Morgen, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Radio GNNM. Baustelle zwischen Ostkreuz und Frankfurter Allee bis Anfang August. Was für Anfang August? Gut. Bis okay, Anfang so, August. Bis. Deshalb schien Ersatzkurs. Mhm. Mit Busen. Okay. Was? Mit Busen. Schlimmster Stau. Mit Busen. A1, A13, Stadt 1, zwischen Allerdorf und Spätenplatz. Adendorf und Spätenplatz? Was soll das sein? Ist ein Stau. Aus welcher Stadt kommst du? Wieso tut ihr das falsch schreiben und dann tue ich das lesen und dann nicht stehen? Wo kommst du denn? Was steht da? Adlershof? Wo kommt denn deine, guck mal, deine Wohnung, wo wohnst du? Adlershof. Nicht in Spätenbach. Adlershof und Spätstraße. Ach, Adlershof und Spätstraße. Und wieso tust du das dann nicht schreiben, du kleinen Kloschatz? Das steht doch da. Ich glaube, der kann nicht so gut lesen. Zwischen Spätenbach und Altenhof. Also der macht auf jeden Fall so Traffic wie wir Comedy. Wir quatschen eine Runde weiter mit Antoine, aber erstmal schauen Mendes im Paket. Schönen guten Morgen, sag mal morgen. Morgen. Ist das Ding. Ich bin ein bisschen Stress. Haben wir jetzt kaffeemäßig eigentlich schon was angekommen? Kaffee an Start. Ja, er ist normalerweise unser Verkehrsmittel. Er macht normalerweise immer, aber und? Wir haben ihn heute haben wir gesagt, lass mal, weil Antoine kann das Ding auch hart. Ja. Aber gut. Das Ding ist, er hätte mir das gestern geschickt, damit ich das lesen kann erst. Aber wo hapert's denn? Mit einem A1 und dann hast du ja ein 1 geschrieben in der Nacht, das wie ein I aussieht, weißt du? Also und deswegen dachtest du, das heißt was? Ei. I13, mit Startenwärts? Startenwärts. Genau. Mm.
Was steht hier? Warte mal, lass mal den Zettel versuchen, ist besser? Klar, schon anderes Druckstück. Ist schon ein Tisch, ist das besser, ne? Erst.